Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus und begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 und heute immer noch mit den schönen Peterbilt, wo wir nach Luxemburg fahren müssen. Gucken wir mal, ist hier was los? Nee, fahren wir einfach mal schön geschwind. Das letzte Mal hatte ich mich ja hier ein bisschen festgefahren und jetzt geht's auch wieder schön weiter. Wir werden mal hier den Spiegel reinmachen, das Navi, dass der Maximus sich nicht wieder verfährt. Und zwar, ja, wie gesagt, ich habe jetzt keine Pause gemacht. Ich ziehe jetzt einfach komplett durch. Also für diejenigen, die jetzt das Video davor kommentiert haben. Ja, was ist denn hier los? Fahre rein. Oh, ja, VW-Fahrer. Meine Güte. Aber ich bin ja selber VW-Fahrer. So, Innsbruck. Dann fahren wir mal, aber ich werde mal ein bisschen weiter ausholen. Und schön gemütlich jetzt einscheren. Ist natürlich ein bisschen tricky bei so einer langen Schnauze. Und da hänge ich auch jetzt fest. Ach, verdammt. Das war wirklich zu wenig. Oh. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausscheren. Oh. Und das Schild umgefahren, aber... Ach, Gottchen. Und da hinten ist die Polizei, aber ich hoffe, die sieht es nicht. Oh, weiter ausscheren. Das ist natürlich sehr, sehr tricky, mit so einem riesen LKW hier lang zu fahren. Oh Gottes Willen. Hä? Ich habe jemanden berührt? Kann nicht sein. Ah. Das ist aber sowas von eng. Also, LKW-Fahrer müssen wirklich Nerven aus Stahl haben. Uiuiui, da hinten komme ich. Ja. Uiuiui, und deswegen sind die Straßen für solche LKWs nicht gerade optimal. Ja, ihr wisst das. Die Fahrzeuge müssen ja eine gewisse Länge oder dürfen nicht länger als, ich glaube, war das 18 Meter sein. Und deswegen ist es halt dieses Problem mit der Schnauze. Darum fahren kaum LKWs mit Schnauze hier in Europa rum, weil die Straßen alles zu eng ist. In Amerika sieht das alles ein bisschen anders aus. Und wir sind gleich in Österreich. Juhu. Wir verlassen Italien und bewegen uns jetzt nach Österreich. Dann werden wir gleich mal auf den Brenner fahren. Ob das jetzt hier der Brenner ist, keine Ahnung. Aber Tirol. Willkommen in Tirol. Hier noch so einer mit Schnauze. Uiuiuiui. Ja, und das Lenkspiel bei diesen alten oder großen LKWs, die sind halt nicht so komfortabler oder komfortabler. Wie die europäischen LKWs. Und ja, das ist, denke ich mal, nur so ein Kult, wenn man mit so einem riesen Gefährt hier langfährt. Ne, das ist halt, muss man nicht unbedingt auf europäischen Straßen haben. Macht auf jeden Fall eine ganze Menge her. Aber was soll's. Wir befinden uns jetzt hier in Österreich auf der A13. Ja, in Deutschland gibt es ja auch immer die A13, sehr bekannt. Durch Maximus, weil er da immer oft unterwegs ist, auf der A13. Und jetzt müssen wir... Oh, wir rasen aber auch ganz schön schnell. Hier zur Mautstation. Ja, da gibt es ja jetzt auch diese Debatten. Maut, PKW etc. Und da tun sich ja gegenseitig jetzt beweihräuchern in der Regierung. Was ich da persönlich davon halte... Wenn die PKW-Maut kommt, werden wir auf jeden Fall alle ein bisschen schlechter gestellt. Ja, obwohl sie es ja dann verrechnen wollen mit der ganz normalen Kfz-Steuer. Aber da muss natürlich auch der Finanzminister mitspielen, weil das Finanzamt ja die Kfz-Steuer ja einzieht. Und jeder möchte ja irgendwo sein Geld zusammenhalten. Und das ist halt... Wenn der Dobrindt, das ist der Verkehrsminister, einfach so in dem
Ja, Bereich des Finanzministers, also Schäuble, das ist der im Rollstuhl sitzt. Oi, 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 was ist denn hier los? Ach du Scheiße, ein Unfall. Aber ich bin noch nicht schuld, oder? Also ich habe doch nichts gemacht. Und damit ist mein LKW kaputt. Also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Wenn nicht, dann müsst ihr mir das mal sagen. Achtung, zeigt mir das der LKW an, dass da irgendwas nicht ja, korrekt ist. Boah, das ist ja wieder super, wieder Punktabzug ohne Ende. Gottes Willen. Mann, hier erlebe ich ja auch was, ey. Ich hätte mal wahrscheinlich nicht so einen großen LKW nehmen sollen, aber naja, gut, jetzt bin ich hier unterwegs. Ich gehe mal auf die andere Fahrbahn. Weil ich muss ja eh da vorne links abbiegen und dann ab auf die Autobahn. So. Da wird ja bestimmt unterwegs jetzt öfters mal ausgehen. So, einlenken. Bisschen Spiegel gucken hier. Blinker aus und zack, Attacke Hü. Oh, hier ist auch ein Verkehr, die ganzen LKWs. Wahrscheinlich unsere polnischen Mitbürger. Ja, das ist ja auch richtig krass. Gut, viele Firmen haben sie ja ihren Betriebssitz auch von Deutschland nach Polen verlegt, weil halt die Kosten, Versicherungssteuern etc. dadurch gerade Personalkosten günstiger sind in Polen, aber wahrscheinlich auch nicht mehr so günstig wie früher. Los, fahr vorbei, fahr! Ja, meine Güte, ja mit seinem Audi, den neuen Audi TT hier. Jetzt die nächste Tunnelpassage. Oh, nee, ey. Ja, ganz ehrlich, das war jetzt so wirklich. Na, Licht an, ja, Licht ist an. War wirklich jetzt ganz schön kritisch. Das Fahrzeug ist schon ganz schön demoliert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nächste Mal irgendwo ja, abfahre zur nächsten Stadt und da mein LKW repariere. Dann mache ich einfach mal Map auf. Ich befinde mich jetzt hier in Innsbruck. Innsbruck hat eine Werkstatt. Wenn ich jetzt nach Innsbruck abbiege und dort mein LKW repariere, weil ich habe wirklich noch einen richtig langen Weg vor mir. Guckt euch das mal an hier, ne? Das ist richtig weit noch. Oh, und mit einem kaputten LKW. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Soll ich den LKW reparieren lassen? Ich probiere es einfach, dass er durchhält. Ja, und an der nächsten Haltestelle werde ich eine Pause machen. Oh Mann. Das ist nicht so optimal. Und da kommt. Ja, Bremse ab hinten, ja. Also. Man muss wirklich als LKW immer aufpassen, dass die Fahrzeuge, die PKWs einen reinlassen. Die sind ja mittlerweile auch so rotzfrech und drängen gerne mal die LKW-Fahrer ab. Aber auch umgedreht. Ja, also die sind beide nicht so freundlich zueinander. Aber trotzdem, gegenseitige Rücksichtnahme. Seit ich hier den Euro Truck Simulator spiele, sehe ich die Sachen als LKW-Fahrer. Als jetzt hier virtueller LKW-Fahrer, weil ich war ja schon lange kein richtiger mehr, sieht man einige Sachen ein bisschen anders. Ja? Man guckt auch auf die LKWs ganz anders, wie er dann so einlenkt, wenn da eine Kurve ist oder wenn man mal im Stau steht oder nur so unterwegs ist. Ne? Dann beobachtet man die LKWs so trotzdem ein bisschen anders. Oh, 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 der Motor geht aus. Ei, 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 ei. Meine Fresse. Aber das ärgert mich mit dem Unfall, wirklich. Dass wir alles hier geben hier. Mann, Mann, Mann. Mal sehen, wie hörten sich die Hupe an, wenn ich hier drinnen bin. Ach, total männlich. Herrlich. Und ein Verkehr ist hier unnormal. Ja, kennt man ja aus dem Einzel- oder aus dem Multiplayer ja nicht. Da sieht man dann ab und zu mal sein. Ein paar Kumpels, die da im Multiplayer rumdödeln. Und wenn dann irgendwo sich Leute auf der Autobahn treffen, dann weiß man genau, die haben da irgendwelchen Konvoi wieder vor, etc.
Aber keine Sorge, es wird auch bald mal wieder Multiplayer geben. Aber naja. So, wir sind jetzt an der Mautstation. Wir werden dort unseren LKW erstmal abstellen. Und dann mal. Ach, das ist gesperrt. Eieieiei. Man muss wirklich vorausschauend fahren, ne? Also, wie gesagt. So. Oh, was ist denn hier los? Hier ist eine Baustelle. Fällt mir jetzt eigentlich nicht hier, mich hinzustellen. Nee, ich fahre einfach weiter. Ich fahre jetzt noch ein Stück weiter. Gucken wir mal in den Spiegel. Alles super, gut. Und wir fahren jetzt einfach hier durch den Tunnel und hoffe, dass danach dann irgendwo eine Haltestation ist, dass wir unseren defekten LKW abstellen können. Zum Glück haben die jetzt hier nicht so einen Berg- und Talfahrt, weil sonst, glaube ich, würde ich mit den LKW hier ganz schön verrecken. Ich weiß gar nicht, ob das hier so berechnet wird, wenn man einen Schaden am Fahrzeug hat, dass der dann auch weniger Leistung etc. hat. Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, falls es so ist. Ich hoffe es. Erstmal nicht. Ach, so eine lange Tunnelpassage. Ja, ich fahre jetzt zu 75. Der hat ganz schön zu tun mit den 70 Tonnen. Also, da habe ich aber auch den richtigen LKW gewählt. Ne? Also muss ich ja zugeben. Passt schon ganz gut. Nur, dass er für die europäischen Straßen einfach viel zu groß ist und die Fliege mich schon wieder nervt hier im Führerhaus. So. Weit und breit sehe ich jetzt auf der Karte keine Haltestelle. Meine Güte. Das gibt mir ja wieder Kraft. Ja, die Hörner sind halt geil, ne? Vorne. Denkt mal hier gleich die anderen Fahrzeuge hier auf die Hörner nehmen. Hier der Audi hier vor uns. Der aufgetunte. Oh. Naja, mal anhupen hier. Oh, ab! Wie hieß denn eigentlich der Film nochmal, wo der mit den schwarzen LKW und mit so einem schwarzen Sportwagen, so ein amerikanischer Film war das immer. Und die haben immer irgendwelchen Blödsinn gebaut, vor die Bullen abgehauen. Ey, das war so geil zur damaligen Zeit, das habe ich zu gerne geguckt. Oh, jetzt geht er noch aus beim Überholvorgang, verdammt. Oh, der hat sich hier gekriegt, ja. Naja, gut, schnell ausgekuppelt, wieder Leerlauf rein und Attacke Hü. Ja, die werden sich auch fragen, was mit dem Typen los hier, mit seinen defekten LKW. Wäre auf jeden Fall geil, wenn hier noch so Rauch rauskommen würde oder noch ein bisschen Qualm oder oder wenn man so Gas gibt, dass der dann halt irgendwo. Uiuiuiui. Uiuiuiui, muss ich aufpassen. Dass der dann Ruß raus juchtelt, ne? Ja. Da vorne muss ich ab. Jetzt muss ich aber flott machen, dass ich hier an den Freiliner hier vorbeikomme. Ist glaube ich ein Freiliner. Oder auch ein Kennwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall hier erstmal vorbei. Oh. Aber guckt euch mal die Gegend hier an. Da vorne, wie die Vöglein rumzwitschern. Oh, herrlich. Schön. Jetzt ein bisschen langsam fahren. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen auf meinen LKW. Nicht, dass ich hier wieder irgendwelche Scheiße baue. Dafür gehe ich mal wirklich jetzt nach außen. Oh Mann. Ich warte mal, bis der vorbei ist. Ja, genau. Ah. Ah, oh, verdammt. Das wird wieder so enge. Komm. Oh, der hört sich an. Dieses Knattern, ey, herrlich. Und die Sonne geht unter. Guckt euch das an. Oh, sind die schön? Das ist doch wunderbar. Schön. Gefällt mir. So. Dann mal ja schnell runterdödeln. Und die nächste Möglichkeit mal suchen, dass ich hier
auch bald mal schlafen kann. Ja, also das ist erstmal wichtig, dass ich hier eine Schlafmöglichkeit auch finde. Wird ja dunkel, Maximus wird müde. Irgendwo eine Tankstelle finde. Oh, das war aber hinten knapp, ey. Habt ihr das gesehen? Ich hätte fast die Mauer mitgenommen. Das ist eindeutig zu groß. Das ist, fährt sich sehr, sehr schwierig. So. Oh Mann, der hat aber wirklich zu tun jetzt hier. Es wäre auch cool, wenn die LKWs umso älter die wären oder umso mehr oder viele. Komm, 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 komm. Nicht ausgehen. Dass die denn, ja, verschleißen, wenn sie so und so viele Kilometer gefahren sind. Die Reifen, ja, das wird ja ein bisschen gezeigt, aber so ein Reifenplatzer wäre auch mal so cool, ne? Aber ich komme hier nirgendwo an der Möglichkeit. Da vorne ist auf jeden Fall ein Parkplatz. Da werden wir jetzt ranfahren. Und den LKW anhalten. Ja, genau, da vorne ist ein Parkplatz, Tankstelle, alles wunderbar. Und da haben wir unseren Schwerlasttransporter hier erstmal abgeliefert. Alle sind so glücklich. So, mache ich mal die ganze Scheiße hier aus. Tanken muss ich noch nicht. Der hat hier noch Saft hier drinne. Total ist hier. Oh, da müssen natürlich alle wieder hier stehen. Hier kann ich mich auch nicht hinstellen. Ist halt immer das Problem, ne, mit den ganzen Tankstellen und Halteplätzen, dass die LKW-Fahrer dann nicht viel Möglichkeiten haben, ihren LKW abzustellen. Dann müssen sie manchmal so stehen. Und so mache ich das auch. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Tour, mit meinem Unfall. Und mit den Worten würde ich mich verabschieden. Haut rein, bis zum nächsten Video. Bye, bye.